Wer sich für die Erkenntnis entscheidet, entscheidet sich gegen Fake News, gegen alternative Fakten und gegen Verschwörungstheorien. Wir werden den Klimawandel, die Digitalisierung und andere globale Herausforderungen nur bewältigen, wenn wir uns vom neuesten Wissensstand leiten lassen. Sich für das Wissen zu entscheiden, heißt auch, sich für die Debatte zu entscheiden. Denn freie Wissenschaft lebt vom Zweifel, lebt vom Diskurs und lebt auch vom Streit. Und gerade die kritischen Fragen sind es, die zu informierten politischen Entscheidungen beitragen. Wir entscheiden uns, unsere Zukunft selbst zu gestalten, mit dem Wissen, das uns die Forschung bereitstellt. Eine Entscheidung für das Wissen heißt deshalb für mich eine Entscheidung für die Zukunft.